Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connab. Wir schauen uns jetzt den Reaper 2000 an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom MacTrucker 921, gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Findet ihr einmal noch Mods und DLCs und dann hier Reaper 2000 Erntemaschine. Es handelt sich hierbei, wie ihr der ein oder andere ja vielleicht schon erkennt, so ein bisschen um den Fendt Marcel Ferguson Ideal, der dementsprechend ein bisschen umgebaut ist und eher etwas für, ja, sagen wir mal, die Individuellen unter euch ist. Unter anderem auch für mich, ich stehe auf sowas, ne? Also, großartige Geschichte. Ja, schauen wir uns das Ganze erstmal an der Basis an. Also, Lizard Reaper 2000. Ne? 825 PS Leistung, stufenloses Getriebe. 1200 Liter Diesel, 166 Liter AdBlue. 47 km/h Max-Speed, 14.400 Liter Standard Korntankkapazität, 20,7 Tonnen, 10.500 in der Anschaffung, 26.035 im Leasing. Ansonsten eine Menge Config-Blöcke, wir haben Kapazität, Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, Aufkleber der Einheitsnummer. Dann haben wir Nummer der Aufkleberfarbe. Marken, LED-Stroboskop-Optionen, Fenster, dann haben wir schnittischer Körper-Abziehbilder, also kann man nochmal sagen, nochmal Aufkleber, hintere Verkleidungsbleche, Farbe der Frontplatte, Farbe der Innenausstattung, Sitzfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen. Sind insgesamt 16 Config-Blöcke. Schauen wir uns das Ganze an. Also wir haben, also wenn ihr das wollt, je nachdem, ne, habt ihr hier einen stinknormalen Drescher vor euch, den ihr nutzen könnt mit einer stinknormalen realistischen Kapazität. Die könnt ihr aufs unrealistische Niveau hochschrauben. Dann haben wir nämlich einmal hier 250.000 Liter, dann haben wir 500.000 Liter, dann haben wir 750.000 Liter, dann haben wir 1 Million Liter und dann haben wir zu guter Letzt 1,5 Millionen Liter. Müsst ihr aber auch dementsprechend bezahlen, ist klar, aber ihr könnt es einstellen. Das Ganze geht dann nochmal von vorne los mit verlängerten Rohr, also realistisch, dann unrealistisch 1, 2, 3, 4 und 5, kostet dann nochmal einen Tick mehr. Ne? Motorausführung Reaper 800, Reaper 1500 oder Reaper 2000. Heißt 825 PS, 1520 PS oder 2050 PS an Leistung. Braucht er dann später auch für die unrealistischen Kapazitäten, ne? Weil ist ja auch alles Gewicht, was er damit schleppen muss. Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Midas, BKT, Fredestein, Nokian oder halt Lizard. Trelleborg haben wir Standard, Breitreifen, Breitreifen 2, Zwillingsbereifung, breitere Zwillingsbereifung vorne, Bandlaufwerk, breites Bandlaufwerk und das ist es gewesen. Bei Michelin der gleiche Spaß in grün, bei Continental ebenso, dann haben wir Mitas eben den gleichen Spaß, ne? Und bei BKT auch nochmal, ne? Und das Besondere bei Fredestein, hier das gleiche nochmal, so weiter klar, das Besondere ist dann hier Lizard, ne? Nokian hier, gleiche Spaß in grün, bla bla. Der Slizzard-Ding. Da haben wir nämlich ein reines Bandlaufwerk. Ich spoiler schon mal vorab. Es ist fancy zu fahren, auf jeden Fall. Aber ja, sieht auf jeden Fall sehr besonders aus. Werden wir uns auch so mit anschauen. Entschuldigung, Stimme. So, Aufkleber mit Einheitsnummern. Ihr könnt es euch vorstellen. 1 bis 9. Danke, Stimme. Ne, 1 bis 9. Das Ganze auch so ein bisschen hier in einem netten Design. Ne? So ein bisschen verschmiert so her. Ne? So ein bisschen blutmäßig nenne ich es jetzt einfach mal. Ist ganz cool. Nummer der Aufkleberfarbe könnt ihr noch auswählen zwischen Schwarz und Weiß. Je nachdem, auf was ihr Bock habt. Dann könnt ihr hier noch die Marken auswählen. Wollt ihr das als Lizard haben? Als Case? Als Marcel Ferguson? Als Fendt? Als Challenger? Oder auch als Grimme? Könnt ihr alles einstellen oder wollt ihr es halt komplett weglassen. Dann haben wir LED-Stroboskop-Option. Ich gehe die ganzen Dinger hier mal durch. Also nein heißt halt kein Stroboskop. Dann LED-Blitzleuchten gelb, LED-Lichtleiste gelb, alle LED-Blitzlichter gelb. Und das zieht sich jetzt einmal komplett durch. Wir haben gelb-weiß, wir haben rot, wir haben weiß-rot-blau. Wir haben reines Blau, blau-weiß, grün, grün-weiß, rosa, lila, rosa und lila und so weiter, reines Weiß, etc., etc. Das könnt ihr alles mit einstellen, schauen wir uns dann dementsprechend gleich noch an. Fenster, entweder normal oder dann in drei verschiedenen Tönungsgraden. Dann haben wir Abziehbilder, das ist im Endeffekt, wie es der Name schon sagt, der Reaper. Den gibt es einmal in niedlich und keine Ahnung, lila, dann das Ganze einmal in niedlich, aber schon ein bisschen aggressiv und dann halt einmal hier der Klassiker
Ich würde mich persönlich für den entscheiden, aber müsst ihr wissen. So, dann haben wir natürlich die Einfärbungsmöglichkeiten. Ihr habt 3 Millionen Farben zur Auswahl. Auch ein bisschen Metallic, Spielereien mit dazu. Ich glaube, hier sollte für jeden irgendwie irgendwo die richtige Farbe mit dabei sein. Auch was die dunkleren Töne hier mit angehen. Ihr seht das Ganze, das ist schon wirklich sick gemacht. Dann könnt ihr alles hier individuell so einfärben, wie ihr das halt machen wollt. Ich mache das jetzt hier mal als ganz wilde Nummer. Dass ihr so ungefähr seht, was hier möglich ist, ne? Also von daher, boah, sollte wirklich für jeden was dabei sein. Kennzeichen ist bekanntermaßen das Kennzeichen. Schneidwerke werden nicht mitgeliefert, ihr könnt aber stinknormal die Standardschneidwerke vom 22er nutzen oder halt auch Modded-Schneidwerke. So, dann haben wir kurz geräuspert, schauen wir uns das Ganze an. Jetzt hier mal rein in schwarz gehalten und so, wie ich es denn fahren würde. Also, Reaper 2000. In dem Fall ändert sich natürlich auch, je nachdem, was ihr für den Motorkonfig habt, ne, ist klar. Dann haben wir hier unseren wunderschönen Sensenmann mit dran. Oben die Farbe, die Zahl 2. Hier das Lizard Bandlaufwerk. Vorne logischerweise Anschluss fürs Schneidwerk. Kennzeichen, sofern mit eingefügt. Hier jetzt auch die grauen Sitze gelassen, rundum leuchten und KKG. Alles mit dabei. Gegenüberliegenden Seite hier das gleiche nochmal in grün. Rohr in dem Falle mit eingeklappt. Hinten steht nochmal Reaper hier mit drauf. Bremsleuchten, Rückwärtsleuchten etc. pp. Strohhäcksler. Möglichkeit in den Transportwagen mit dran zu hängen. Ist klar. Ne? Und dann lübt der ganze Lachs auch schon mit dazu. Ihr seht hier vorne haben wir keine Kollision mit dazu, was die Treppen und Co. mit angeht. Also da klitschen wir in dem Falle einmal durch. Wir haben jetzt hier oben noch die LED-Leuchte oder die Strobo-Lichter hier oben mit dran. Wenn ich es richtig konfiguriert habe bei denen, haben wir, ja, hier hinten haben wir dann auch noch die Blitzgeschichte mit dran, kommen wir dann kleiner mit dazu und hier hinten halt noch die zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer. Im Innenbereich nimmt er sich jetzt vom den Standard, also vom Original könnte man halt fast her sagen, nicht viel, sieht soweit gut aus, klar, Logo wurde hier geändert und alles, aber ansonsten gute runde Umsicht, Spiegel links, rechts alle mit dabei, Lenkrad hier mit dazu, klitscht nichts rum, breit nichts rum, alles soweit easy peasy. Passt soweit, deswegen kann man sagen, texturtechnisch gesehen, ist das ja wirklich eine sehr, sehr saubere Geschichte. Passt soweit, habe ich nichts zu meckern. Würde ich sagen, hören wir uns einmal den Säuntler an. Jo, Sound hört sich ja soweit gut an. Müsste mit dem Standard-Sound sein. Ich kann ihn ehrlicherweise gesagt nicht wirklich zuordnen, aber mir kommt er auch irgendwie her bekannt vor. Aber ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Fahrzeug auf die Schnelle. Aber von daher hört sich alles schicki an. Passt jetzt dazu. Ich meine, das Ding gibt es ja original sowieso nicht. Ne, davon mal abgesehen. Also, was willst du damit Original-Sound? Von daher passt es soweit. Aber ihr wisst, Sound ist immer eine Geschmackssache von jedem Einzelnen. Müsst ihr entscheiden. Ich finde es aber soweit mehr als in Ordnung. Thema Funktionalität. Ihr seht hier, mit der Hand wird gearbeitet, eine Hand am Joystick, mit dem Beinchen selber wird nicht gearbeitet, kennt man aber ja bereits soweit hier auch. Obwohl hier ab und zu mal ne, der rechte Fuß in dem Fall ein bisschen was macht, aber der linke, ne, der bleibt halt soweit ruhig. Und es ist auch nicht immer, ne? Es ist immer ist es nicht, aber ansonsten animationstechnisch haut das schon hin. Wenn wir uns das Ganze dann einmal hier ein bisschen näher anschauen, im Bildschirm selber, da tut sich jetzt hier in dem Fall erstmal nichts. Ansonsten gibt es da jetzt auch hier großartig gesehen nichts weiter als Anzeigen oder als Anzeige. Dann einmal hier in die Nacht mit rein, wenn ich hier Blinker und Co. aktiviere, so, da passiert jetzt hier auch nicht viel. Monitor selber ist mit beleuchtet, wenn ich separat hier Licht anschalte, werden noch kleinere Elemente hier mit beleuchtet. Das Schöne ist auch vorderes Arbeitslicht, inneres Arbeitslicht, ne? Das sind so kleinere Icons, die dann hier auch mit angehen, das ist eine schöne Sache. Ansonsten Warnblinker bzw. Blinker generell vorne sowie hinten, das haut soweit hin. Beim Thema Rundumleuchten auch, Achtung, ich habe jetzt die Strobo-Geschichte mit aktiviert, wenn ihr irgendwie mit Stroboskoplicht, Epilepsie oder so zu tun habt, dann jetzt weggucken, bis ich sage, geht wieder. Also schalte es jetzt an und dann seht ihr schon, ich habe das Ganze jetzt in Gelb hier gehalten und das ist schon wirklich krasse Disco, muss man wirklich sagen, also Halleluja, na, also auf jeden Fall geil. Ich habe es jetzt wieder aus.
Ansonsten normales Fahrtlicht hier, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht, wie immer mit NumPad 5 vorne aktivieren, mit NumPad 6 hinten. Und ansonsten lübt der ganze Spaß. Die Rohr, also das Endladerrohrlicht, was hier separat noch dazu geht, geht nur über die F-Steuerung. Da einmal weiter durchschalten. Hupe. Hört ihr sie überhaupt? Man hört sie extrem leise. Also das können wir definitiv noch ein bisschen lauter machen. So, dann wollen wir uns das ganze Ding natürlich auch mal beim Arbeiten anschauen, ist ja klar. Und das werden wir auch gleich tun. 47 km/h, Maximalgeschwindigkeit vielleicht noch hier dazu zu sagen, wird erreicht. Mit dem Bandlaufwerk hier ist ein bisschen fancy zu steuern. Man muss sich echt erst dran gewöhnen, aber es geht. Ja, es wirkt ein bisschen in direkten Lenkungen so ein bisschen hui und hui, seht ihr das hier? Aber es geht. Ist halt ein bisschen was anderes. Ist halt, er reagiert bei schnellen Geschwindigkeiten oder bei hohen Geschwindigkeiten auf Lenkbefehle etwas verzögert, beziehungsweise führt die etwas verzögert aus. Muss man sich halt dran gewöhnen. Ansonsten, ja, einmal X drücken, um den ganzen Spaß hier aufzuklappen. Das funktioniert so, wie es funktioniert. Zack. Schneidwerk jetzt einfach ein Standard-Fenstschneidwerk hier vorne mit dran. Und dann geht die wilde Luzi hier ab. Ich habe jetzt hier einmal Stroh-Auswurf hinten mit aktiviert. Ihr seht, der macht so sein Ding, wie er es halt machen soll. Das läuft soweit alles. Spiegel funktionieren, das funktioniert. Strohhexer kann ich hinten aktivieren. Zack, hier hinten hier die Klappe zu. Busch. Häckselt er mir den ganzen Spaß hinten raus. Im Kronentank wird das Ganze geladen. Ich habe jetzt hier die realistische Kapazität mit drin, davon mal abgesehen. Ne? Aber ansonsten arbeitet er. Der arbeitet so, wie er arbeiten soll. Und ja, für Leute, die halt dann auf größeren Karten halt spielen, mit der unrealistischen Kapazität, mit dem großen Rohr noch dazu und von mir aus ein 18 Meter Schneidwerk vorne mit dran, die können dann hier arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten brauchen dann sich nicht so viele Gedanken ums Thema Abfahren zu machen. Deswegen, schöne Sache. Mir gefällt es, wie gesagt, gerade vom Design her hier. Ne? Aber ich bin da eh so ein Spielkind, was das angeht. Thema Funktionalität, ihr seht, beziehungsweise Thema Lock hier. Wir haben eh einen Error drin, was irgendwie das Stroh-Skop-Licht betrifft. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, sollte man sich auch gegebenenfalls nochmal anschauen. Der Rest ist aber sauber. Wir reden hier von Pi mal Daumen 26 MB, könnt ihr also auch definitiv keine Fehler machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttelü.